Hallo Leute, in den letzten paar Wochen habe ich schon durch das Instagram-Video und ein anderes Video mit Musik euch gezeigt, wie das letzte Jahr von Amira und mir so ausgesehen hat. In dem heutigen Video möchte ich euch noch zeigen, was dieses Jahr für einen Trainingsinhalt hatte, was wir erreicht haben und woran wir weiterhin arbeiten. Geführt werden muss natürlich auch erst gelernt werden. Amira kannte es natürlich noch nicht, Hinterhand oder Vorhand zu verschieben, seitwärts zu gehen. Auch hat sie öfters versucht und es auch ein-, zweimal geschafft, sich beim Führen loszureißen. Das darf ein Pferd natürlich nicht lernen, weil sonst kriegt man es nicht mehr raus, aber wir haben das echt gut in den Griff bekommen. Auch das Traben an der Hand fand sie am Anfang nicht so toll, aber mittlerweile macht sie das auch echt schön. Dann haben wir natürlich auch noch über Stangen, Treten und sowas geübt. Und allgemein haben wir eigentlich am meisten so Bodenarbeit und Führtraining gemacht. Und ja, bis auf ein paar kleine Sätze beim Spazierengehen, wenn sie sich erschrocken hat oder so, was ja auch okay ist, solange sie einen nicht umrennt, bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Hier seht ihr auch nochmal viele Ausschnitte aus anderen Videos, die ich zur Bodenarbeit gemacht habe. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, verlinke ich die euch einfach hier oben. Als nächstes kommt das Angebundensein. Ich war froh, dass Amira das schon ein bisschen gekannt hat, aber sie war trotzdem immer noch ein bisschen zappelig oder hat geschart und so. Unruhig ist sie manchmal immer noch, aber man kann sie schon unbeaufsichtigt wo angebunden stehen lassen. Dann das Ausrüstung tragen ist natürlich auch total wichtig, weil wir jetzt dann auch demnächst aufs Anreiten zugehen, habe ich einfach früh angefangen, verschiedene Ausrüstungsgegenstände aufzuziehen. Am Anfang war natürlich auch die Fliegenmaske sehr wichtig, wegen ihrer Wunde am Kopf. Sie wollte sich auch nicht so richtig an den Ohren anfassen lassen und da muss man dann einfach ganz feinfühlig rangehen. So habe ich das mit jedem Ausrüstungsgegenstand gemacht, als erstes überall abgestrichen und schnuppern lassen und dann auch halt benutzt und in Bewegung. Das Hufe auskratzen ist auch ein Riesenproblem bei uns gewesen. Sie hat immer noch ein bisschen Probleme damit, aber es ist kein Vergleich zu dem, was wir am Anfang hatten. Hier in dem Video sieht man, wie sie öfters wegnickt oder auf die Knie nach vorne geht. Ja, es liegt vielleicht einfach noch am Gleichgewicht, hat sie immer noch ein bisschen Probleme. Aber es geht einigermaßen. Was wir auch ziemlich das Problem hatten, was ich aber nirgends auf Video habe, war, dass sie eine Woche lang ungefähr richtig bös hinten ausgetreten hat, wenn man versucht hat, die Hinterbeine hochzunehmen. Wir wussten jetzt nicht, ob es Unart ist oder weil sie ja manchmal am Knie Schmerzen hat, aber das haben wir jetzt auch gut hinbekommen, dass auch der Hufpfleger sie ohne Probleme beschneiden und feilen und alles machen kann, was auch ja nicht unbedingt selbstverständlich ist am Anfang mit einem jungen Pferd. Dann das Gelassensein war auch ein großer Punkt, den ich sehr wichtig fand. Sie war von Anfang an eigentlich sehr neugierig und relativ gelassen und alles, was nicht sehr schwer gemacht hat, sie an gruselige Gegenstände oder allgemein neue Gegenstände heranzuführen.
Da war es einfach auch wichtig, am Anfang beschnuppern lassen, entdecken lassen und beobachten, dass es nichts Schlimmes ist. Meistens will sie es ja dann auch in den Mund nehmen, was nicht schlimm ist eigentlich, weil sie ja dann merkt, dass es nichts Schlimmes ist. Wir tun immer noch neue Gegenstände in das Gelassenheitstraining einbeziehen. Und ja, so hoffe ich, dass sie einfach ein sehr unerschrockenes und zuverlässiges Reitpferd wird. Dann das überall angefasst werden. Wie ich schon erwähnt habe, bei der Fliegenmaske hatte sie es am Anfang nicht gemocht, wenn man ihre Ohren angefasst hat. Oder ja, wie gesagt, die Hinterbeine und alles. Aber das ist einfach ganz wichtig, dass man ein Pferd überall anfassen kann, wenn es verletzt ist oder so, dass es einem vertraut, dass nichts passiert. Und so habe ich das von Anfang an geübt, überall abzustreichen und sie zu belohnen und damit sie merkt, dass nichts passiert, egal wo sie angefasst wird. Das Longieren, dazu hatte ich auch schon mal ein Video gemacht. Da hatten wir auch am Anfang Schwierigkeiten, weil sie nicht von mir weg wollte und keine Angst vor der Peitsche oder vor dem Seil hat. Ja, da muss ich jetzt nicht so viel dazu erklären. Ich verlinke nochmal das Video. Aber ich bin echt stolz auf sie, wie toll sie das mittlerweile macht. Und sie tut total gut auf die Kommandos hören. Wenn ich sage, steh, dann steht sie. Wenn ich sage, trab, dann trabt sie. Und ja, bis auf das Gleichgewicht, was natürlich für ein junges Pferd noch nicht so gut ist. Also sie kann nicht den Kreis richtig halten. Aber das macht ja nichts. Das kommt alles noch und ich bin voll zufrieden, wie gut sie das jetzt schon so macht. Spazieren gehen war am Anfang auch nicht so relaxed, wie wir das jetzt machen. Sie ist immer um mich drum herum gerannt, hat versucht wegzurennen und ja, das war nicht sehr angenehm. Wir haben das dann am Anfang natürlich immer kleine Schritte vom Hof weg und das dann immer erweitert, ab und zu auch mit anderen Pferden zusammen. Und ja, jetzt ist eigentlich unsere Lieblingsbeschäftigung, ist einfach total entspannt, mit ihr rauszugehen. Natürlich hat sie auch manchmal Angst und tut dann noch einen Satz machen oder so. Aber ich merke einfach, dass sie total auf mich aufpasst und ja, ich habe da eigentlich nicht so viel Angst, wenn ich mit ihr alleine rausgehe. Das Hängerfahren ist ja auch bei manchen Pferden nicht ganz so einfach. Amira ist ja auch mit einer Verletzung durch den Hänger bei mir angekommen. Deswegen war das auch ein langer Weg, bis sie da Vertrauen hatte und eingestiegen ist. Es ist immer noch nicht so optimal, dass sie reingeht und drin stehen bleibt, bis man die Stange zumacht. Also es braucht viel Überredungskunst, aber ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Und zum Schluss noch das Duschen. Sie hatte am Anfang Angst vor dem Wasserschlauch oder allgemein vor einem Wasserstrahl. Also ich habe auch mal mit einer Gießkanne probiert gehabt, ist dann immer rumgezappelt und alles. Und ja, jetzt kann man sie einfach total gut alleine ohne Hilfe auch abduschen von Kopf bis Fuß und einfach total schön. Ich bin einfach total begeistert, was wir in diesem Jahr alles geschafft haben. Es war nicht immer ganz einfach und ja, ich muss zugeben, ich saß auch manchmal heulend im Stall. Aber ich bin so glücklich, dass ich sie habe und ich bin einfach schon so gespannt, was wir im folgenden Jahr einfach zusammen schaffen werden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben sowie konstruktive Kritik oder nette Kommentare. Und ein Abo würde mich auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.